Im 19. Jahrhundert konnten sich die Dienstboten in Bayern bei einem Arbeitsplatzwechsel zwei freie Tage aushandeln. An diesen zwei Tagen reisten die Dienstboten entweder nach Altötting zum Wallfahrten oder auf die Rennbahn nach Pfarrkirchen. In Pfarrkirchen ist übrigens die älteste Rennbahn Bayerns, die im Jahre 1896 eröffnet wurde. Das Schöne an dieser Rennbahn sind ja auch die historischen Gebäude. Die Stadt Pfarrkirchen feiert 2012 ihr 150-jähriges Jubiläum und ist stolz auf ihre Rennbahn. Deshalb wurde auch in dieser wunderschönen Kulisse ein historisches Fest mit traditionellen Trabrennen veranstaltet. Ja, Pfarrkirchen hat ja vor 150 Jahren die Stadtrechte bekommen. Und dies feiern wir, dass damals Pfarrkirchen in die Reihe der bayerischen Städte aufgenommen wurde. Es war heute ein historischer Tag. Und die Pferde spielten in Pfarrkirchen ja immer eine große Rolle. Bereits 1830 fanden hier die ersten Pferderennen statt und letztlich mündete das Ganze in die erste bayerische Trabrennbahn, die 1896 eröffnet wurde. Die Rennbahn und Pfarrkirchen sind untrennbar miteinander verbunden. Das Ross spielte ja früher in der Landwirtschaft immer eine große Rolle. Und es war dann König Ludwig III., der ein Edikt erließ und eine Rennbahn bauen wollte. Und Pfarrkirchen hat letztlich dann das Rennen gemacht, weil wir immer schon mit den Pferden eng verbunden waren und die Pferde bei uns eine große Rolle spielten. Entstanden ist dieses Kräftemessen in Pfarrkirchen allerdings aus der Leistungsprüfung für die bäuerlichen Zuchtpferde. Was hat das Rottaler Pferd überhaupt für einen Bezug zur Pferderennbahn? Zur Pferderennbahn. Das Rottaler Pferd ist praktisch der Ursprung von der Rottaler Pferderennbahn von Pfarrkirchen, weil einfach die Rottaler damals schon temperamentvolle Pferde züchten wollten und diese auch leistungsprüfen wollten. Ja. Leistungsgeprüfte Pferde haben einfach einen besseren Stellenwert, einen besseren Verkaufswert und ist dann auch die Rottaler Rennbahn, die Trabrennbahn, gegründet worden. Die haben praktisch die 1000 Meter zurücklegen müssen in einer bestimmten Zeit, ich glaube 11 Sekunden, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber so in dem Raum war das und wenn sie es geschafft haben, haben sie die Leistungsprüfung geschafft. Das Rottaler Pferd, das Statussymbol in der damaligen örtlichen Landwirtschaft. Jetzt kommt eher aus dem Bäuerlichen, weil das Pferd hat damals bei den Bauern einen viel höheren Status gehabt als wir andere Tiere oder die eigene Frau. Es hat da praktisch so einen Spruch gegeben, der hat bei Rottaler Bauern geheißen: Russfahrer, Bauernschrecker, Weibertstürm, kein von dem. Das ist praktisch, wenn ich das kurz übersetzen darf. Wenn man jetzt kennt, dass das Rottaler Pferd einen höheren Status gehabt hat, als wie die eigene Frau. Ne? Also wenn das Pferd gestorben ist, war das für den Bauern schlimmer, als wenn praktisch die Frau abgeworfen ist. Ne? Tja, so ändern sich die Zeiten. Heutzutage würde dies wohl so manche Frau über ihren Mann sagen. Aber die Bayern und auch die Rottaler Pferde haben ihre liebenswerten Seiten. Eins noch, besuchen Sie doch immer wieder mal die Rennbahnen in Ihrer Nähe. Die Tradition der Rennbahnbesuche sollte erhalten bleiben und gehört einfach zu unserem Leben dazu.